Hallo hier, herzlich willkommen auf den Chiang Mai Weekend Markt. Der findet nur einmal in der Woche statt, und zwar am Weekend, am Sonntag. Jetzt fängt's an. Night Market, let's go! Was ist das, Leute? Ist das Tofu? Also das hier ist, glaube ich, Oktopus, so eine Art. Hast du sowas schon mal gesehen? Ja. Ich hole jetzt noch ein Käsebällchen. Die sehen auch total lecker aus. Auch guck mal, was hier alles noch so gibt. Hier ist was mit Mais, hier ist was mit Krabben, mit Erdbeeren, Vanille. Die werden alle so gefüllt. Und hier mit Schwein, mit Pizza, Tuna-Salat. Käsebällchen mal probieren. Das ist irgendwie süß. Ungewöhnlich, aber schmeckt gut. Das ist SpongeBob einfach. Ach du meine Güte. Das sieht schon übel aus. Was ist das? Ist das Zitronen? Verschrumpelte Zitronen? Nee. Das sieht so aus, oder? Was ist das? Und das da? Ich hab die ganze Zeit gedacht, das ist eine Mango, aber das ist keine Mango. Das ist eine. Weiß ich nicht. Jetzt geht's jetzt zur Thai-Massage. Die Massage war einfach mega. Die war wirklich richtig, richtig gut. 1,80 Baht. Das ist einfach ein bisschen weniger als 3 Euro für eine halbe Stunde. Wow. Das sind diese Dinger aus Portugal. Jetzt sind das für eine Spanienzeit. Was ist das? Ich habe jetzt einfach eine Banane genommen für 5 Baht. Das sind umgerechnet einfach nur die 13 bis 15 Cent. Hart. Wie eine Dattel. Einfach Shrimp-Cake. Natürlich Shrimp. Ich glaube, hier gibt es kein Corona mehr. Boah, hier gibt es Sushi. Hier gibt es Kokosnuss-Pudding. Thank you. Der Nachgeschmack ist unglaublich lecker. Da sind einfach nur so Reisnudeln drin. Oder Glasnudeln oder so irgendwas. Super lecker. Also wenn ihr hier seid, probiert euch einfach ein paar mal durch. Was ist das zur Hölle? Ist das süß? Sieht süß aus. Sieht ein bisschen aus wie Marzipan. Was wollen wir probieren? Die Melone da hinten, oder? Gibt's kurz Dessert? Glaube ich, da ist Mais drin. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist Dessert, oder? Durch das Mais ist irgendwie auch salzig. Ich glaube, es ist Wackelpudding, so eine Art. Das schmeckt schon künstlich. Ich glaube, das ist nicht so mein Fall.
Das war ein kleiner Fehler. Mmh. Was war das denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das da hinten ist. Könnt ihr das sehen? Aber hier ist echt super viel. Und je länger ihr hier seid, also je später ihr kommt, desto voller wird es. Also aktuell ist es schon noch okay, aber es ist immer voller. Wo ist Kätzchen dabei? Jetzt habe ich mir gerade Sticky Rice geholt. Das ist gegrillter Reis. Ja, klebt gut. Ist okay. Nur, ich muss jemanden finden, der in den silbernen Tempel reingeht für mich, denn ich bin eine Frau. Ich darf dann schreien. Oh mein Gott, was ist hier los? Wie schön ist das denn? Oh Gott, wie schön ist das denn hier? Vorbereitung für dieses Lichterfest sind einfach so unglaublich schön. Der Markt ist einfach gigantisch und so viele Sachen hier. Unglaublich. Und hier ist auch immer mega, mega schön. Die ganzen Lichtern und so. Richtig schön. Hier haben wir ein Ende erreicht. Let's go zurück! Ich hole mir jetzt einen Avocado-Smoothie. 40 Bar. Umgerechnet 1 Euro, glaube ich. Oder ein bisschen mehr als 10, 20 Euro. Wie kann man sich das kaufen, an welchem Wochentag man geboren ist? Ich bin glaube ich am Wochentag geboren. Und dann kann man sich das auch aufstellen. Und wieder aufbrennen. Oh, wieder vorne. Also der Essenspart, der war ja schon riesig, aber hier gibt es noch so einen weiteren krassen Part, und zwar so Klamotten, und hier ist immer noch weiteres Essen. Das ist schon echt krass, wie viel es hier einfach auch gibt. Und jetzt geht es einfach zurück in so einem roten Taxi, so ein Shared One. Wollt ihr doch angucken.